So, es geht weiter. Große Finale. Planitia 1824, Warfields Basis. Endzeitstimmung. Nein. Sind alle gestorben oder was? Gut, Sie in einem Stück zu sehen, General. Warten wir mal ab, wie lange das so bleibt. Ich habe ein Geschenk für euch. Ah! Nur es funktioniert auch so, wie wir uns das vorstellen. Verdammt richtig. Sich auf so ein beschissenes Alien-Teil zu verlassen, passt mir ganz und gar nicht. Ich weiß, Tychus. Wenn ich mich nur darauf verlassen müsste, hätte ich schon längst aufgegeben. Wir stehen hier an der Schwelle zur Hölle. Und haben es nur geschafft, weil wir zusammenhalten. Ob ihr jetzt tapfer seid oder einfach nur verfluchtes Glück hattet. Noch nie habe ich so eine Aktion gesehen, wie ihr zwei sie hier durchgezogen habt. Das Ding mag zwar der Schlüssel sein, um Kerrigan aufzuhalten. Aber wir werden das mit unserem Schweiß und Blut erkämpfen müssen. Nach allem, was wir durchgestanden haben. Dem Chaos und der Zerstörung. Weiß ich eines ganz genau. Wir können uns aufeinander verlassen, um den Job zu erledigen. Selbst wenn wir dabei draufgehen. Denn für manche Dinge lohnt es sich zu kämpfen. Bombastisch gute Inszenierung, ey. Krasse. Wie gut sie das immer wieder hinbekommen mit der Inszenierung. Das ist einfach so gut. So gut. Okay, fangen wir mit Warfield. All die Jahre hat Mengsk sie als den Teufel höchstpersönlich hingestellt. Aber ich habe gesehen, wie sie ihr Leben für Männer riskieren, die sie unter normalen Umständen zur Strecke bringen würden. Ihr Imperator ist derjenige, der hier hinter Gitter gehört. Mir ging es immer nur um Freiheit für die Menschen. Kopfüber in die Schlacht mit einem Fremden. Unter Feindbeschuss, Seite an Seite. Der Krieg macht uns alle gleich. Es ist mir eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Die Ehre ist ganz meinerseits, General. Okay. Quatsch mal noch mit Tychus. Der finale Angriff. Bist du bereit? Darauf kannst du Gift nehmen, Partner. Mann, wir werden die Kerle sein, die die Königin der Klingen umlegen. Echte Helden.
Der alte Mengsk wird dich vielleicht sogar begnadigen. Damit eins klar ist, Tykas. Wenn Valerian recht hat und dieses Artefakt Kerrigan wieder zu einem Menschen machen kann, dann bringe ich sie hier weg. Haben wir uns da verstanden? Okay, Jimmy. Und ich weiß, du willst daran glauben, dass sie gerettet werden kann. Aber nach allem, was sie angerichtet hat, ja, sagen wir, nicht jeder verdient eine zweite Chance. Lass das mal meine Entscheidung sein. Okay, Artefakt begutachten. Wir haben verdammt viel Zeit damit verbracht, alle Teile zu finden. Aber jetzt, wo es zusammengesetzt ist, ist mir das Ding echt unheimlich. Geht mir genauso. Wenn ich es anschaue, ist es fast, als würde ich Stimmen hören. Je eher wir das Ding los sind, desto besser. Ganz meine Meinung. Im Moment ist dieses Artefakt die wichtigste Waffe im Universum. Und wir werden sie benutzen. Ich wünschte nur, bei dem Ding wäre eine Anleitung dabei. Bei unserem Glück schmeißen wir noch ein Loch ins Raumzeitkontinuum. Immer mit der Ruhe, Tykas. Wir sind hier ja nicht in einem schlechten Science-Fiction-Film. Ui, Blizzards. Ui, 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 ui. Na gut, ja. Mission, oder? Arsenal. Da können wir nichts machen. Nachrichten. Meine Damen und Herren, heute ist ein trauriger Tag hier für uns bei UNN. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass sich Donny Vermillion letzte Nacht in die Nervenheilanstalt hier auf Korhal hat einliefern lassen. Während die Ursache seines plötzlichen Nervenzusammenbruchs weiterhin unklar bleibt, wurde jetzt bekannt, dass er lediglich mit Socken bekleidet war und angeblich ein Manifest von Imperator Mengsk sowie ein Pfund Erdnussbutter bei sich gehabt haben soll. Wir wünschen dir alles Gute, Donny, und hoffen, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. In der Zwischenzeit übernehme ich die Stelle der leitenden Moderatorin hier bei UNN. Für UNN, ihre Kate Lockwell. Ah, Kate. Yeah! Im Hintergrund noch freut. Ah, meine Güte. Nicht so viel Witz, ohne den Ernst der Lage irgendwie dadurch zu schmälern, sondern wirklich in den entscheidenden Momenten so ein bisschen Prise Humor mit reinzubringen, ist die Kunst, glaube ich, bei sowas, um Geschichten zu erzählen. Humor gehört immer dazu. Ein wichtiger Bestandteil der Menschheit, wie ich finde. Ohne Humor wäre, glaube ich, die Welt so unglaublich langweilig und trist. Glaubt man kaum. So, gehen wir mal in die Mission. Genug rumgeiert. Die letzte Mission von Wings of Liberty. Es scheint, dass mein Vertrauen in ihre Fähigkeiten gerechtfertigt war, Commander Rayner. Jetzt muss der endgültige Schlag erfolgen. Verwenden Sie das Artefakt, um die Königin der Klingen auszuschalten, und beenden Sie das Blutvergießen. Okay, alles oder nichts. Beschützen Sie das Artefakt. Das heißt, es wird eine Verteidigungsmission, schätze ich mal. Unsere Pioniere bringen das Xel'Naga-Artefakt zur Basis des primären Schwarmclusters. Wir werden unsere letzten Streitkräfte mobilisieren, um es zu beschützen. Leider wird es eine ganze Weile dauern, bis das Artefakt für einen Angriff auf Kerrigan aufgeladen ist. Laut Informationen von Möbius werden die Zerg von den Pulsausstrahlungen des Artefakts angezogen. Sobald es aktiviert ist, werden alle Zerg in der Nähe in Raserei verfallen und versuchen, es zu erreichen. Keine Chance, mit den paar Truppen, die wir haben, einem anhaltenden Zerg-Angriff zu widerstehen. Dabei könnte uns das Artefakt selbst helfen. Laut unseren Informationen kann es sich in einer sogenannten Energienova entladen, die alle Zerg in seiner Nähe ausschalten sollte. Wow. Allerdings muss es nach jeder Aktivierung eine Weile aufladen, sonst wäre es ja auch zu einfach. Sie werden die Energienova manuell auslösen müssen. Zum Glück pulsiert sie auf einer subsonaren Frequenz, gegen die wir immun sind. Neu aufladen oder nicht? Ich bin für jede Hilfe dankbar, General. Und denk dran, Kerrigan ist noch immer da draußen und wartet auf uns. Wie könnten wir das vergessen? Okay. Arschbacken zusammenkneifen und die letzte Entscheidung durchziehen. Alles oder nichts. Wir haben jetzt zumindest keine Flugeinheiten mehr. Das ist das Gute im Finale. Wir haben uns ja die Flugeinheiten vom Leib geschafft, aber wir haben die scheiß Nydus-Wurmer. Du hast mir das Xel'Naga-Artefakt gebracht.
Danke, dass du mir den Ärger erspart hast, selbst danach zu suchen. Warnung, große Zergstreitmacht im Anmarsch. Wir sind noch nicht bereit für so viele. Wir werden das Artefakt benutzen müssen. Eine beeindruckende Verteidigung. Aber bei weitem nicht beeindruckend genug. Meine Streitkräfte sind zahllos, während deine jede Minute weiter schwinden. Für diese Sache kann es nur einen Ausgang geben. Warum hat die Flugeinheiten? Ich hab doch extra... Nee, jetzt hat die doch Flugeinheiten. Was ist denn das für ein Beschiss? Commander, die Zerg werden bald versuchen, uns zu überrennen. Wir sollten so schnell wie möglich Bunker errichten und mehr Truppen ausbilden. Sollte die Sache außer Kontrolle geraten, rate ich dazu, mit Hilfe der Energienova die Basis zu säubern. Die Aufladezeit ist ziemlich kurz, also kein Grund zum Zögern. Ziemlich kurz. Was versteht unter ziemlich kurz? Okay. Wir müssen erstmal Zeug sammeln. Komm, Leute. Okay. Verteidigung errichten, Bunker bauen. Schnell, 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 schnell. Jetzt mal davon aus, dass sie von jeder Seite angreifen werden. Noch ein Bunker? Nein, nur eine. Obwohl, wenn der keine Flugabwehr... Ich weiß jetzt nicht, ob der... Ich werde mal hier einen Sensor hinbauen. Hat er doch einen relativ starken bekommen. Können wir den übernehmen. Okay, du baust mal Inferno-Türme. Da kommen sie. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Fuck. Die Energiemova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Okay, was ist da jetzt kaputt gegangen? Die Streitkräfte werden angegriffen. Ich brauche mehr WBFs. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Fuck, sind das viele.
erstmal aktiviert. Machen wir einen Bunker. Was machen die denn? Wir Deppen. 3 Minuten, ey, das ist ja richtig weh. Aber wir haben keine Flugeinheiten hier, das ist das Gute. Aber Nidus-Würmer, eventuell. Warnung, seismische Störung entdeckt. Nidus-Wurm nähert sich. Okay. Auch zerstört. Gut, dann geht wieder zurück auf eure Position. So, wir brauchen noch mehr Inferno-Türme. Das geht noch ein hin. Basis wird angegriffen. Oh, verfluchte Scheiße. Basis wird angegriffen. Scheiße. Okay, bau du mal auch noch ein Inferno-Turm hier hin. Geht gar nicht. Warnung, seismische Störung entdeckt. Nidus-Wurm nähert sich. Basis wird angegriffen. Was ist der andere Nidus-Wurm? Basis wird angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Bei 30% etwa. Basis wird angegriffen. Okay, das ist jetzt mal aktiviert, auch wenn das ein bisschen verschwendet war, glaube ich. Kann hier auf jeden Fall mal noch einen Inferno-Turm bauen. Brauchen wir. Oh, hier sind ja noch mehr BBFs. Geh mal hier hinten hin. Du kannst nämlich hier noch rein. Alarm! Psionische Strahlenquelle Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klinge nähert sich. Ich bin es leid, andere für mich arbeiten zu lassen. Es wird Zeit, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. Oh oh, ich habe irgendwie das miese Gefühl, dass wir da jetzt nicht lebendig rauskommen werden. Ja.
What the fuck? Warnung, seismische Störung entdeckt. Nudus Wurm nähert sich. Das werdet ihr noch bereuen. Okay. Wir haben sie zurückgeschlagen. Immer weiter so. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Wir haben da ein kleines Problem, glaube ich. Ja, okay, ich habe nicht gedacht, dass Kerrigan da jetzt noch kommt, deswegen werde ich das Spiel mal neu laden. Ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht gedacht, dass da jetzt noch angelaufen kommt. Ich habe gedacht, die bleibt da hinten stehen. Okay, da muss ich mich noch auf Kerrigan vorbereiten. Schade, ich dachte, hätte ich jetzt nicht gedacht, da muss ich tatsächlich einige Truppen da sammeln. Oh, Kontrollpunkt. Okay, dann kann man das, glaube ich, eh vergessen. Ja. Kann ich die Mission nochmal neu starten? Das wäre echt nett, Blizzard. Laden. Fuck, ey, geht nicht. Fuck, und ich habe nicht gespeichert. Ja gut, dann muss ich das jetzt irgendwie... irgendwie durchhalten. Ja gut, das ist es dann gewesen. Scheiße, ey. Ja gut, hätte ich gewusst, dass Kerrigan auch angreift, dann... Das hat mir natürlich jetzt die ganze Tour irgendwie vermasselt. Ich hätte nicht gedacht, dass Kerrigan auch angreift. Ja, das war's. Kann ich nichts mehr gegen machen. Basis wird angegriffen. Ich habe auch zu lange meine ganzen Ressourcen. Warnung, seismische Störung entdeckt. Nidus Wurm nähert sich. Okay, das versuchen wir lieber gleich nochmal. Basis wird angegriffen. Mission neu starten, bitte. Ja. Okay, Verteidigungsanlagen einrichten und Truppen machen, so schnell es geht, so viele wie möglich, um Kerrigan aufzuhalten, weil das wird natürlich extremst wichtig sein. Okay, los geht's. Ah, verdammt, meine Maus hängt schon wieder. Commander, die Zerg werden bald versuchen, uns zu überrennen. Wir sollten so schnell wie möglich Bunker errichten und mehr Truppen ausbilden. Sollte die Sache außer Kontrolle geraten, rate ich dazu, mit Hilfe der Energienova die Basis zu säubern. Die Aufladezeit ist ziemlich kurz, also kein Grund zum Zögern. Ich mache einen Bunker bauen, einen zweiten. Ausbreche ich mal den Pferdeturm.
Okay, ich bin die Sache auf jeden Fall falsch angegangen. Das steht jetzt schon mal fest. Okay, ein zweiter Bunker ist da. Nächster Bunker. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ist da ein Fernbeton? Komm schon. Erweiterung fertiggestellt. Erweiterung fertiggestellt. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Erweiterung fertiggestellt. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Warten wir noch bis 15% warten, wenn es dann zu viele sind. Wo sind die hier fertig? Ja, okay. Zwei Marodeure. Nein, den nicht. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. So. Basis wird angegriffen. Zehn Prozent würde ich gerne noch warten. Wird angegriffen. Warnung, seismische Störung entdeckt. Nudoswurm nähert sich. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Okay, er hat ihn vernichtet. Wo ist denn der andere her? Okay, ich hab die jetzt mal alle vernichtet. Hä, wo ist denn der andere große? Da ist er. Warpix?
Nidus Wurm. Seismische Störung entdeckt. Nidus Wurm nähert sich. Francis wird angegriffen. Wo ist denn jetzt das andere Ding hin? Werden angegriffen. Hä? Ach, da vorne steht er. Ja. Wir sind gleich bei 30%. Ich werde jetzt mal ganz schnell, bevor ich die Sache wieder vergesse, speichern. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Wir brauchen dringend mehr Einheiten. Was können wir denn hier bauen? Wir können hier noch ein paar Dusk Vikings. Oh. Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Zwei Panzers. Alarm. Psionische Strahlenquelle Klasse 12 entdeckt. Die Königin der Klingen nähert sich. Ich bin es leid, andere für mich arbeiten zu lassen. Das ist ein Mythos, und es wird Zeit, vergessen, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. Basis wird angegriffen. Warnung. Seismische Störung entdeckt. Nidus Wurm nähert sich. Das werdet ihr noch bereuen. Wir haben sie zurückgeschlagen. Immer weiter so. Basis wird an. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Hier hinten muss man wieder unsere Verteidigungstürme aktivieren. Noch mehr Truppen. Was geht denn da vor? Ihr sollt doch abbauen, verflucht! Basis wird angegriffen. Warnung. Seismische Störung entdeckt. Nidus Wurm nähert sich. Da hinten? Scheiße. Basis wird angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Basis wird angegriffen. Ich nehme das auch mal kein.
Francis wird angegriffen. Verfluchte Scheiße, da kommt wieder viele. Verflucht! Wo sind denn die scheiß WBFs hin? Francis wird angegriffen. Oh Scheiße, ich muss noch eine Minute durchhalten, das ist gar nicht gut. Sir, ich orte eine Menge Overlords, die auf Sie zukommen. Luftverteidigung bereit machen. Oh, verflucht. Bin total überfordert. Ihre Streitkräfte, Basis wird angegriffen. Basis wird angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Oh, Scheiße. Ich bin total überfordert! Basis wird angegriffen. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Puh. Wo sind die denn jetzt, die scheiß WBFs? Ich hab die doch angefordert. Psionische Strahlenquelle der Klasse 12 entdeckt. Oh, die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Ich werde euch alle von meiner Welt tilgen. Was? Oh nein, warum kommt die denn wieder hier lang? Warnung, seismische Störung entdeckt. Die Illusion nähert sich. Basis wird angegriffen. Kerrigan hat sich verkochen. Feuert weiter, Benner! Basis wird angegriffen. Mein Gott, ich bin total überfordert. Basis wird angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Warnung, seismische Störung entdeckt. Nidusrum nähert sich. Fuck, sind das viele. Basis wird angegriffen. Boah, fuck, sind das viele! Fuck, sind das viele! Okay. Ich glaube, an der Stelle mache ich mal kurz einen Cut und wir sehen uns einfach zur nächsten Folge wieder. Ciao!